Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe, mit der 5. Mission Kashyyyk. Erste Verteidigungslinie, die KOS-Blockade um den Heimatplaneten der Wookiees muss um jeden Preis durchbrochen werden. Alles klar, das ist eine Raumfahrtmission. Oh, na, Raumkampf passt eher, steht ja auch unten. Dann würde ich mal sagen, Attacke! Als die Separatisten-Invasion auf Kashyyyk die Republik überrumpelte, wurde eine Abteilung der 501. entsandt, um das Blutvergießen aufzuhalten, bis Verstärkung eintreffen konnte. Es war ein klassisches Selbstmordkommando. Als wir unseren Weg in die Atmosphäre von Kashyyyk kämpften, dachten die meisten von uns, wir würden den Planeten nur in einem Leichensack verlassen. So, und hier würde ich auch die Pilotenklasse nehmen. Und okay, neues Ziel. Die Droidenfregatte nähern sich. Wir haben eine Blockade um Kashyyyk errichtet. Wenn wir sie durchbrechen wollen, müssen wir ihre Kräfte schwächen. Piloten, konzentrieren Sie Ihre Angriffe auf Ihre Versorgungsschiffe. Genau, neues Ziel. Droidenfregatten ernähren sich. Zerstören Sie sie schnell. Okay. Ich könnte den Transporter nehmen, aber da ich einen Piloten habe, interessiert mich eher der Bomber. So, jetzt muss ich erstmal die Fregatten ausschalten. So, und natürlich habe ich auch Tickets. Weg. Rücke den Kampf, Soldat. So. Folgen Sie diesem Ziel. Okay. Was da passiert? Selbstmord wahrscheinlich. Okay, ich könnte auch den kleinen Jedi Starfighter nehmen, aber nein. Das ist meiner. Passen.
Rakete. Ihre Schiffskanonen haben unsere Schilder unter Beschuss. Schalten Sie diese schweren Geschütze aus. So, die schweren Geschütze der KOS schwächen unsere Schilde. Schauen Sie sie. Okay, ich soll jetzt ein paar Schilde abschießen. Rakete. Gut gemacht, Pilot. Für das nächste Ziel kehren Sie zum Hangar zurück. Dringen Sie mit einem LAAT-Schiff in den feindlichen Hangar vor und sichern Sie einen Transportpunkt für unsere Truppen. Okay, das heißt, ich muss einen Transporter nehmen. So kann man auch landen. Pilot, Sie müssen ein LAAT in den feindlichen Hangar bringen, dort landen und die internen Systeme des Schiffs zerstören. Folgen Sie diesem Ziel. Okay, wie war das nochmal? Ich muss da einmal gucken. Ich kann nämlich Befehle geben halt. Dass die Leute auch einsteigen können. Truppenbefehl nach oben. Okay. Braucht noch einen. Okay. Ah. Zu den kritischen Systemen vor und zerstören Sie die Treibstoffanlage und die Lebenserhaltung. Zerstören Sie die internen Systeme, die die Lebenserhaltung und Triebwerke kontrollieren. Okay. So. Das heißt, man schnell mal reinrennen einmal. So, einmal eine Zeitbombe legen. Okay, noch eine. So, okay, Triebwerk zerstört. Ah, komm. Ah, Selbstmord. Nicht die Marine. So. Hallo,
Okay. Ein leichter Auftrag vom Kommando. Schnappen Sie das feindliche Schlachtplan-Holocron und bringen Sie es in unseren Hangar. Stellen Sie das Kajit-Holocron und bringen Sie es zum Kommandoraum unseres Schiffes. Okay, ich bin gerade gestorben. Durch eine Handgranate. Dann hier, da nehme ich... Ach! Moment, kann ich noch mal muss das Fahrzeug reparieren. Ne, ist okay. Roger. Ich bin auf Ihrer Seite! Ah, komm. Genau hier, dann nehme ich auch wieder den Piloten. Weil ich muss ja gleich noch abhauen. Ah, komm. Echt jetzt? So, nochmal das Ganze. Okay. Ich würde sagen, ich hau jetzt einfach ab. Sonst hätte ich mir ein feindliches Schiff genommen, aber... Okay. Fit machen ein bisschen. Ja, das reicht. Sehr gut, Männer. Gehen wir jetzt runter und befreien Kashyyyk. Gewonnen. Trotz holprigem Start. Als die 501. endlich die Separatistenblockade über Kashyyyk durchbrach, sah ich mir lange die Schlacht an, die über dem Planeten tobte, und fragte mich, warum so viele für ein paar wandelnde Bettvorleger sterben mussten. Dann folgte ich meinem Befehl und ging runter. So. Zack. Einmal hier mal durch die ganzen Übersichtstabellen durchklicken. Einmal speichern. Das war der. Ja. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es weiter mit der 6. Mission, Kashyyyk, die Spur im Sand. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.